Moin Leute, heute bin ich jetzt gerade mal bei den Ziegen, habe ich ja gesagt. Muss erstmal mal gucken, dass ich meine Dame, der Emmy, fangen kann. Ein bisschen. Komm mal her, Emme. So, die Ziege hab's. Na komm her, Schnecke. Komm. Na los. Na los hier. Komm. Hier ist die Kleine. Na los, hinten. Weiter hinten so. So. Ja, das schmeckt gut. Siehst du? Ja, wie gesagt, das muss ich jetzt immer dreimal am Tag machen. Mache ich das jetzt immer früh, mittags und abends. Die saufen lassen, weil wie gesagt, die Mutter, die ist eine Bornziege. Die hat Dreie gehabt und die hat nicht so viel Milch für Dreie. Aber wie gesagt, die hier, der Emmy ist eine gute Milchziege, die hat aber bloß eine. Und dann lasse ich die immer hier saufen. Die andere, die eine braucht gar nicht von den Drillingen. Die zweite, die kommt manchmal mit saufen. Die kriegt manchmal bei der Mutti noch mit genug, das ist unterschiedlich. Und die lässt sie wahrscheinlich nicht mit saufen oder was dadurch, dass sie nicht genug Milch hat. Aber die wächst gut dadurch, ja, das klappt gut. Ja, das schmeckt gut. Und naja, ich bin jetzt heute beim Mistfahren jetzt schon den ganzen Vormittag und habe jetzt schon wieder eine Fuhre gemacht und, so, und fahre jetzt dann auch noch weiter. Und da habe ich nämlich auch noch was auf für euch, das blende ich euch jetzt im Anschluss erstmal ein. Und wie gesagt, bin ich jetzt wieder beim Mistfahren. Ich will bloß noch mal kurz was zum Mistfahren an sich sagen. Und zwar ist ja gestern, also Samstag und Sonntag, war jetzt schon Frost gewesen bei uns. Und Samstag waren sie minus 4 in der Spitze, Sonntag waren sie minus 5 Uhr und heute früh waren minus 7 Grad gewesen. Und ganz leise machen. Und das hat sich jetzt halt angeboten, das gerade jetzt mal zu nutzen, das Wetter, weil ich jetzt endlich Sachen rausfangen will, dass ich irgendwo was Schlamm fahre oder stecken bleibe oder solche Sachen. Und bin halt mit zwei HB60 unterwegs. Habe die auf der einen Seite die Bordwand ausgehangen, damit man das erkennt. Und das klappt soweit alles gut. Beim letzten Mal habe ich auch mal so ein Video dazu gemacht zum Mistfahren. Da hat einer geschrieben gehabt, dass, weil ich das ja gezeigt hatte, mir die Hebel umstellen. Weil die HB60 ist ja so, du hast so einen Hebel am Anhänger zum Umstellen, ob der erste Hänger kippen soll oder der zweite. Da hat einer geschrieben gehabt, eben, dass ich hier den Hebel da einfach in die Mittelstellung machen soll, dass da beide Hänger kippen. Das habe ich jetzt heute mal ausprobiert. Beim Getreide wegschaffen brauche ich das sowieso nicht, weil ich da sowieso einen Hänger nach dem anderen kippen muss. Wenn ich das in die Gosse reingeben muss, da ist das nicht so schlimm. Da ist das kein Problem, wenn ich das da umstellen muss. Aber hier klappt das gut. Da kann ich beide Hänger hochkippen. Und das funktioniert einwandfrei. Und wie gesagt, ich werde euch jetzt nochmal am Zeitraffer was vom Mistladen vorn einblenden. Dann sehen wir uns danach wieder.
So Leute, gestern habe ich ja Mist rausgefahren. Na, jetzt war ich mit dem Akku drin 105, habe ich einen Mist hochgeschoben. Ich wollte euch bloß nochmal das Häufchen zeigen, ist eigentlich ein schöner Haufen geworden. Dampft euch schön, ich hoffe man erkennt was durch die Sonne, nicht blendet. Na, ist eigentlich ein schöner Haufen geworden. Und ja, aber es ist noch immer ganz schön kalt, gefroren. Minus 8 waren es heute früh. Haben wir gehabt. Ja, wir werden noch so rumdrehen wegen der Sonne, das ist nicht blendet. Und jetzt erstmal wieder Platz. Der Mist ist für einen Raps gedacht, der wird dann hier oben Richtung Juli, denke ich mal Ende Juli, spätestens Anfang August gestreut. Und was jetzt drinnen wieder neu anfällt an Mist, das tun wir jetzt noch sammeln bis zum Frühjahr. Das ist dann für Kartoffelacker gedacht. Und ja, wie gesagt, das machen wir immer so im Januar, nochmal Mist rausfahren, dass wir bis zum Frühjahr dann hinkommen. Und es ist ja ohne bloß deswegen Platz drin, es ist ja arbeitstechnisch ohne Erleichterung. Wenn ich dann im Sommer den Mist direkt am Feld liegen habe, brauche ich den Wegnehmer vom Hof zum Feld rausfahren. Und zweitens mal ist es ja das Problem, es kommt immer auf die Witterung drauf im Sommer. Manchmal klappt es ja ohne, dass es so trocken wie letztes Jahr war, ist es ja ohne immer und es soll es ohne sein. Aber wenn ich eben jetzt nässere Witterung habe oder klebt ja manchmal Mist an die Räder oder was und dann hast du das Problem, dass du halt einen Haufen Dreck auf die Straße rausschleppst. Und da ist das gleich an Ort und Stelle, wo wir es jetzt brauchen. Und ja, wie gesagt, also ich kann das euch noch mal zeigen hier. Von ungefähr von der Misthaufenkante geht das jetzt hier rüber. Das ist jetzt Wintergerste drauf hier auf dem Stücke. Und dort kommt dann, wenn die abgehandelt ist, dann ist schon dann der Raps für 2020 sozusagen wieder hin schon. Ja, das ist eben so ein bisschen arbeitstechnisch immer geplant und gemacht. Das klappt eigentlich immer gut. Ja, das muss aber halt mit dem Wetter klappen, wie es jetzt heißt ja nicht immer, dass es hier Frost ist, dass es gefroren ist, dass man draußen fahren kann. Haben wir schon gehabt, dass wir dann sag ich mal jeden Hänger weggemaust haben am Misthaufen und rausgeschafft haben. Wenn früh mal ein bisschen Frost war, dass du jetzt Hänger gefahren hast, und dann war schon wieder Schluss, weil es immer Schlamm war dann schon wieder. Deswegen, das hat schon gut geklappt, muss ich sagen, mit dem Frost. Es hätte vielleicht noch ein bisschen Schnee liegen können. Für die Saat wäre es vielleicht ein bisschen besser. Ist ganz wenig, aber nicht viel Schnee. Das sind 2 cm, ist kaum das, also die Pflanzen sind nicht bedeckt. Da wäre es schöner gewesen, aber so ist es eben. Wir machen das Beste draus. Wie gesagt, so klappt das alles. Mit dem Wetter hochschieben habe ich jetzt nicht gefilmt mehr, aber habe ich ja jetzt schon mal bei Himmel gefilmt. Das ist ja nur nicht so aufregend. Und gesehen hätte er wahrscheinlich sowieso nicht viel durch die Sonne, die entgegensteht und dadurch, dass das dampft relativ beim Hochschieben, habe ich mir selber kaum was gesehen, hätte auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht gesehen und deswegen, aber wie gesagt, das ist ja nun nichts Besonderes, das bisschen Mist durchschieben, das ist erledigt jetzt. Und ja, wie gesagt, ich hatte euch jetzt mal die Kuh gezeigt mit dem Kalb, die jetzt letzte Woche die gekalbt hatte. Wir haben jetzt das Kalb weggenommen von der Kuh, aus dem Grund, weil die Kuh eben so eine schlimme Euterentzündung hat, die Tierärztin war schon zweimal da, alles behandelt, aber da geht es nicht so richtig gut und da ist momentan eben nicht mit aufstehen und Milch hat die auch keine mehr und haben das Kalb nur rausgenommen und das kriegt nur eben von die zwei Hämmer, die zwei Milchkühe zu bilden oder können wir dort was an Milch abzwacken sozusagen für das Kalb. Das ist nicht das Problem und da kriegt das jetzt extra, da muss ich halt auch noch einen zweiten Nuckel-Emmerhalter bauen, was ich euch gezeigt habe, dass das habe jetzt da so Sachen abgetrennt. Mal sehen, vielleicht zeige ich es euch so dann nochmal drin, wenn ich einen Emmerhalter gebaut habe. Mal sehen.
Jetzt sind wir nochmal beim Kalb drin, habe ich ja gesagt, wollen wir nochmal gucken. Das ist jetzt auch das Kälbchen jetzt von der Kuh, die mit dem Eiterproblem hat, das andere hier, was schon da war. Wir haben das jetzt abgetrennt momentan, aus dem Grund, weil du da ja den ersten, sag ich mal, 2 Wochen dauert ungefähr, bis der Nabel abgetrocknet und abgefallen ist. Und in der Zeit sollten die Kälber halt nebeneinander in den Nabel rumnuppeln, wegen Nabelentzündung, und deswegen sind die jetzt erstmal extra. Wenn dann der Nabel fertig abgetrocknet ist und nicht mehr, also das Stück abgefallen ist, dann kommt das Gitter wieder raus. Dann ist hier der andere Halter nochmal, den ich gesagt habe, bloß hier mit dem Dings gebogen und hier festgemacht. Wie gesagt, das ist ein normaler Ring von einer Kette, einer alten. Ein Stück Flacheisen, ein Blech, wo es dran ist. Die Halter sind ja fertig angeschraubt, Schluss. Wie gesagt, das ist das gleiche wie hier. Und zu der Kuh jetzt, also da ist ein bisschen besser, die steht mittlerweile auf, die frisst wieder ein bisschen. Ist aber noch nie gesund, also das dauert, die hat wirklich eine schlimme Mastitis jetzt, eine schlimme Euterentzündung. Tierärztin war, wie gesagt, da, die behandeln 2-mal. Und jetzt müssen wir hoffen, dass es wieder besser wird, aber wie gesagt, das Kalb, die hat keine Milch, dadurch nur komplett weg. Und ja, und jetzt gehen wir nochmal rausgucken. So, jetzt sind wir nochmal draußen. Ich bin jetzt beim Holzsägen. Komme ich gleich nochmal dazu. Heute ist ja Freitag schon. Dienstag war ich am Mist durchschieben, habe ich euch schon mal mitgenommen. Also mal draußen mal schnell auf den Misthaufen geguckt gehabt. Und Mittwoch war ich noch Stroh holen und wieder Filoballen draußen. Da habe ich, aber ich sagte, dass ich das ja schon mal gezeigt habe, wo ich jetzt nicht nochmal gefilmt. Und gestern habe ich hier schon Holz gesägt angefangen. Zeige ich euch jetzt mal, mache ich hier mit der Wipsäge, habe ich mir ausgeborgt von einem Bekannten. So, Wips zuvor, nur zack. Und dann habe ich das gleich in die Schaufel hier rein. Und das tue ich in die Gitterboxpaletten, die tue ich dann übereinander stapeln, kommen oben dann die Blechplatten hier drauf. Die Reihe wie als Dach, dass das trocken ist, kann durchlüften, einwandfrei, passt. Für den Winter brauche ich ungefähr eine Gitterboxpalette pro Winter an Holz, vielleicht, wenn es lange dauert, 1,5. Reicht für mich zu. Das Holz ist von uns, also haben wir selber gemacht, hat der Vater jetzt gemacht gehabt. Das ist eine Eiche, die war bei uns am Wiesenrand, die war trocken, die war abgestorben. Ein bisschen Birke dabei, ein paar Holunder, was eben so noch überall weggesägt wurde. Und ich habe mir, kann ich euch auch mal zeigen, mir jetzt noch, ich hatte mir so ein Set bestellt, jetzt mal noch zwecks Arbeitsschutz. Geht ja alle an. Zeige ich euch, ich habe mir hier so einen Helm nochmal bestellt mit Gehörschutz und dazu war ohne Schnittschutzhose. Habe ich mir gleich ein Set bestellt, habe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung einen Link für die Leute, die es interessiert. Ja, und wie gesagt, vom Sägen habe ich gestern schon mal was aufgenommen, da werde ich jetzt nochmal was einblenden. Und ich denke, das soll es für den Vlog erstmal gewesen sein. Plan ist morgen eventuell schon noch draußen wieder was sägen, noch ein bisschen Holz. Ich will noch eine Weide wegmachen, die mich stört, weil die mir die ganze Wiese wegnimmt. Und oder wenn ich es schaffe, nehme ich dort nochmal die Kamera mit. Mal gucken. Und dann blende ich euch jetzt eben nochmal die vom Sägen was ein und dann soll es das für den Vlog gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.